Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Nachdem es in den letzten Wochen um so kleinere Dosen ging mit Inhalten, möchte ich euch heute mal eine etwas größere Tasche vorstellen. Und ich sage euch jetzt schon, ihr dürft gespannt sein. Es ist einfach irre, was hier alles reinpasst. Die ganze Tasche hat die Größe von weniger als einem DIN A4-Blatt. Und ich zeige euch das mal kurz. Wir haben eine Breite von 23 cm, eine Tiefe von der eigentlichen Tasche von ungefähr 17 cm. Und ich habe das Ganze natürlich noch durch kleinere Taschen an der Seite erweitert. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Aber ihr seht es, die Tasche passt kaum auf meinen Aufnahmetisch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also hier vorne an der Tasche habe ich von Tasmanian Tiger zwei Pouches, die ich jetzt mal abmache und hier beiseite lege. Denn ich würde sagen, wir fangen erstmal an, die ganzen Beihängsel an der Seite abzumachen. Dann haben wir hier das Victorinox Venture Pro. Dann haben wir hier auf der Seite ein paar Kochutensilien. Ich zeige euch das jetzt gleich noch genauer. Ich muss die ganzen Sachen jetzt nur erstmal abmachen. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite noch drei Taschen. Die zeige ich euch jetzt gleich. Aber kommen wir erstmal zu den Inhalten der beigefügten Packs hier. Hier drin versteckt sich als erstes einmal ein Paket Tempus. Ganz einfach, klassisch. Den Deckel kann ich abmachen. Den habe ich mir einfach mit einem Karabiner an der Haupttasche befestigt. Dann habe ich hier so eine Windschutzfolie. Das knistert jetzt, wenn ich die ausrolle, deswegen lasse ich es einfach mal so. Aber die kann man um eine kleine Feuerquelle herum machen, dass man vor Wind geschützt ist. Dann Micropure Forte zum Wasserentkeimen. Hier drin ist zwar die Dose von einem Nasenspray, darin ist aber kein Nasenspray enthalten. Ich habe die also gereinigt, die Flasche, und habe dann Desinfektionsmittel reingetan. Weil ich mir dachte, in so einer Sprühflasche, immer wenn man es braucht, kann man es schnell draufsprühen. Fertig. Dann verbirgt sich hier drin so ein Draht. Das ist jetzt die Dampfer unter uns, die werden es auf jeden Fall erkennen. Das ist einfach Draht zum Wickeln von Coils, wenn man dampft. Aber dieser Draht, der ist halt unheimlich reißfest. Und den kann man halt wunderbar verwenden, um damit Sachen zu verpacken, um Sachen zu verbinden oder auch eventuell um Fallen zu bauen, weil der Draht halt sehr, sehr dünn ist. Der fällt halt nicht so auf. Und wenn man den gut versteckt, geht das hervorragend. Dann habe ich hier noch drin zwei Tütchen mit Hühnerbrühe, einfach zum Aufkochen mit Wasser zusammen. Eine kleine Mahlzeit für zwischendurch, wenn der Hunger kommt. Dann ist hier noch drin ein Feuerstahl. Ein Feuerstahl auf dieser Seite. Hier auf der Seite ist so Magnesium. Das heißt, man kann hier das Material abtragen und dann hiermit entzünden. Und das ist sehr leicht entzündliches Material. Brennt sehr heiß, ich glaube über 1200 Grad. Damit kann man halt ruckzuck ein Feuer anmachen. Und natürlich ein kleiner Klappgöffel. Der darf natürlich nicht fehlen. Zu guter Letzt ein einfacher Kochtopf. Ihr seht, der ist auch schon ein paar Mal gebraucht worden. Aus Titan natürlich, damit es recht leicht ist. Das war jetzt nur der Inhalt aus diesem Titantopf. Dann haben wir hier, wie vorhin schon angesprochen, das Victorinox Venture Pro. Dazu habe ich ja schon ein eigenes Video gemacht, deswegen gehe ich jetzt hier nicht genauer drauf ein. Aber hier sind halt zwei Schleifsteine enthalten, zusätzlich ein Holzbohrer. Hier oben versteckt sich noch eine Pinzette, ein Kugelschreiber und ebenfalls nochmal ein kleiner Feuerstahl. Victorinox Venture Pro kann ich jedem ans Herzen legen. So, dann hatte ich die Pouches von Tasmanian Tiger schon angesprochen. Die sind halt unheimlich praktisch, weil hier auf der Seite ist halt so eine Kletthaftung. Die kann man sich einfach vorne an die Tasche dran pappen. Und dann hält das Ganze auch sehr, sehr gut. Hier drin habe ich jetzt eine weitere kleine Dose, worin enthalten sind Angelschnur, ein Tampon zum Feuer machen, sowie Streichhölzer, sowie die Reibefläche der Streichhölzer. Und natürlich hier die Hauptsache: Angelhaken, Köder, Bleigewichte, Heftklammern, Sicherheitsnadeln, alles sowas, wo man sich dran pieken könnte, ist hier nochmal separat in dieser Dose verpackt und passt halt von der Größe her optimal in den mittleren Pouch. Den ganz kleinen, also das ist ein Dreier-Set normalerweise, den ganz kleinen habe ich jetzt nicht verwendet, aber da könnte man vielleicht auch nochmal Tempus reinpacken oder ähnliches. Und in dem großen Pouch habe ich so die medizinische Versorgung drin. Das heißt, ich kippe das Ganze mal hier aus. Als erstes natürlich ein ganz normales Erste-Hilfe-Set. Das kann man sich so fix und fertig kaufen. Kostet, glaube ich, 2, 3 Euro irgendwie sowas. Hat aber Mullbinde drin, eine kleine Schere, Pflaster, all sowas, was man halt für den absoluten Notfall mal durchaus gebrauchen kann. Ist halt die kleinere Version des Erste-Hilfe-Kits vom Auto. Dann habe ich hier ein kleines Brillenputztuch drin. Das ist ebenfalls entweder zum Desinfizieren oder zum Reinigen von Gegenständen. Ein Tampon. Auch hier nochmal
Mikrofuhrporte, 5 Tabletten. Jede Tablette reicht für 1 Liter Wasser. Das heißt, hiermit könnte ich schon alleine 5 Liter Wasser entkeimen. Hier ist der Rest davon übrigens. Dann habe ich hier nochmal separat Pflaster und einiges an Tabletten, also Schmerztabletten, Durchfalltabletten und Allergietabletten. Ihr seht, alles ist in der größeren Stückzahl vorhanden. Und das waren die Inhalte von den Taschen, die ich euch jetzt schon mal gezeigt habe. Doch es geht noch weiter. Seid gespannt. So, dann zurück zur Tasche. Hier seht ihr einmal zwei Taschen. Das ist so ein Doppelholster, eigentlich ein Magazinholster. Das kann man sich bei Amazon, eBay etc. einfach so bestellen. Und hier habe ich drin einmal eine LED-Lenser-Taschenlampe. Die lege ich mal hier an die Seite. Und das Victorinox Workshamp. Ich finde, das ist ein grandioses Werkzeug für draußen, wo man sich schon sehr viel mithelfen kann. Ich stelle das gleich nochmal genauer vor, wenn hier wieder ein bisschen mehr Platz ist. Denn ich habe hier außen noch eine dritte Tasche. Das ist jetzt eine Tasche von LED-Lenser, aber da ist halt kein LED-Lenser drin. Und hier habe ich einfach mal ein Schlauchhalstuch. Das lege ich auch nochmal kurz zur Seite. Sowie das Leatherman Super Tool 300. Jetzt mache ich mir hier wieder Platz und zeige euch das mal genauer. Also hier als erstes das Leatherman 300. Ihr seht es schon, brachiales Werkzeug mit einer riesigen Zange. Hier innen drin haben wir nochmal eine Wellenschliffklinge. Dazu dann nochmal eine Säge, eine sehr scharfe Klinge und eine Feile. Sowie zahlreiche kleine Tools, die stelle ich jetzt nicht alle vor. Beziehungsweise es ist nochmal ein großer Schraubendreher dabei, ein Schaber sowie eine Ahle. Und auf der Seite haben wir dann noch einen Kreuzschraubendreher. Gucken, ob ich den jetzt hier rausgezogen bekomme. Kleiner Schraubendreher, Schraubendreher und Dosenöffner. Das alles im Leatherman Super Tool 300. Die Taschenlampe. Dabei handelt es sich um die LED-Lenser P220. Eine ganz einfache Taschenlampe ist zwar fokussierbar, hat aber keine verschiedenen Modis. Sie soll einfach nur leuchten. Das tut sie sehr gut, auch sehr hell. Deswegen ist die auch außen an der Tasche angebracht. Und dann kommen wir natürlich zum Workshamp. Hier haben wir eine sehr, sehr große Klinge dran, eine kleine Zange, eine Feile, eine sehr bissige Säge, eine Schere, Dosenöffner, Flaschenöffner, hier auf der Rückseite Ahle, Korkenzieher, Minischraubendreher, Zahnstocher und Pinzette. Und das sind halt die Tools, die ich außen an der Tasche dran habe. Zusammen natürlich mit dem Schlauchhalstuch, damit ich halt immer schnellen Zugriff darauf habe. Und jetzt kommen wir endlich zum Inhalt der Tasche. Das Ganze wird gleich besser zu sehen sein, aber die Tasche ist halt sehr voluminös. Ihr wisst ja, wenn man sich so eine Notfalltasche zusammenpackt, dann geht es halt darum, dass man mit einem Griff eben möglichst viele Sachen parat hat, um schnell fliehen zu können. Und deswegen entweder ein Notfallrucksack oder wie jetzt hier in dem Fall diese Notfalltasche. Ich hatte euch vorhin die Maße gesagt, die ist also wirklich, wirklich sehr, sehr klein im Verhältnis zu einem Fluchtrucksack natürlich und wesentlich leichter. Im Gegenzug dazu passt hier natürlich auch nicht so viel rein wie bei einem Fluchtrucksack, aber ihr werdet erstaunt sein, was man hier alles unterbringen kann. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an und klappen das erste Fach auf. Also als allererstes haben wir hier drin ein einfaches Handy. Das ist jetzt in meinem Fall, ich glaube, das Samsung Galaxy S10 müsste es sein. Auf jeden Fall ist da eine Prepaid-Karte drin, die wird einmal im Jahr aufgeladen. Ich habe mir ein Offline-Kartensystem darauf gespielt. Das heißt, ich kann auch offline navigieren, insofern natürlich noch GPS funktioniert, aber auch so zur Orientierung. Wenn ich in einer Ortschaft ankomme, die ich nicht kenne, kann ich hier mal schnell drauf nachschauen. Dann habe ich hier so Powerriegel, das ist einfach so eine Notfallnahrung, schmeckt ein bisschen wie Kekse. Hatte ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt, als ich mein Italien-Video gemacht hatte, beziehungsweise meine Europareise. Da hatte ich die auch dabei. Und ich kann euch sagen, hier sind 4 kleine Pakete drin. Und isst man zwischendurch eines von dieser Pakete, also einen Riegel davon, dann ist man erstmal wieder satt. Und gerade in einer Notsituation ist Essen ja sehr wichtig. Zusammen mit der Hühnerbrühe. Hier hätten wir dann halt noch diese festere Nahrung, wo man sich auch einen Brei draus kochen kann. Und dann ist man auf jeden Fall erstmal gewappnet. Das lasse ich erstmal noch drin. Hier habe ich jetzt noch Paracord. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, du hast doch die Angelschnur dabei, warum Paracord? Es hat sich angeboten, der Platz war da. Deswegen habe ich 4 Schnüren Paracord zusammengepackt, jeweils 5 Meter, um beispielsweise ein Tarp abspannen zu können.
Und tatsächlich habe ich auch ein Tarp dabei, beziehungsweise eigentlich ist es ein Regenponcho in Übergröße. Der hat die Maße 2,30 m x 1,80 m, ist wirklich sehr, sehr schwer zu finden gewesen. Aber der hat halt den Vorteil, dass man oben das Loch, wo man den Kopf durchsteckt, das kann man halt zubinden. Dann hat man also eine gerade Fläche. Und hier sind gleich auch solche Ösen dran verbaut, dass man den halt wirklich als Tarp abspannen kann. 2,30 m mal 1,80 m, das reicht auf jeden Fall, um sich zumindest vor dem Regen schützen zu können. Und ihr seht das, dieser Poncho, der kann relativ dünn zusammengefaltet werden. Es ist auch gar nicht so leicht, so dünne Plane zu finden. Manche würden jetzt so Malerfolie empfehlen, aber die reißt halt, wenn man sie nur schief anschaut. Hier habe ich schon etwas mehr Material, bin vor Regen geschützt, habe gleichzeitig die Möglichkeit, das als Tarp zu verwenden. Und wenn es wirklich mal sehr, sehr kalt werden sollte, beziehungsweise das zeige ich euch gleich, weil hier habe ich noch so Sturmheringe, beziehungsweise ihr kennt ja bestimmt alle diese einfachen Zeltheringe, die einfach nur so ein Draht sind, mit so ein bisschen abgewinkelt, die man in den Boden reinsteckt. Und wenn der Wind sehr stark geht, dann kann es halt passieren, dass die rausgezogen werden. Und diese hier, die sind halt so, ja, wie soll ich sagen, dreieckig quasi zugeschnitten. Das heißt, die haben mehr Halt im Boden und sind außerdem aus Aluminium. Also die vier, die wiegen zusammen quasi nichts. Das ist, als wenn man ein Blatt Papier in der Hand hält. Dann habe ich hier noch so eine Alpenkarte, beziehungsweise eine Karte, die so die nähere Umgebung von mir zeigt. Wenn mal die Navigation vom Handy aus nicht funktionieren sollte, kann ich mich also hiermit erstmal über Wasser halten und mich damit grob orientieren. Und zu guter Letzt haben wir auch hier nochmal so ein bisschen Draht drin. Das ist einfacher Aluminiumdraht. Der ist 1 mm dick. Der ist also schon etwas stabiler. Das ist so eine ganze Rolle gewesen, also so eine große Rolle, die man kaufen konnte. Die habe ich dann zurecht auf so ein kleines Paket gewickelt hier. Wiegt auch nahezu nichts, aber hilft auch dabei, irgendwelche Sachen zu befestigen, zu verankern, zu sichern, etc. Hier sind noch mehr von den Heringen drin, deswegen hat das jetzt so geklappert. Aber die hole ich jetzt nicht auch noch alle raus, denn wir wollen ja weitermachen. Das heißt, ich verpacke das jetzt hier mal kurz. Ah, beziehungsweise hier habe ich noch etwas vergessen. Und zwar mein Titan-Hobo. Ich denke, das kennt jeder. Das ist einfach so ein viereckiges Gefäß mit einem Deckel oben drauf, beziehungsweise einem Rost oben drauf, worin man halt Feuer sehr gut entzünden kann, weil sehr viele Löcher darin eingebracht sind. Das heißt, es gibt immer einen guten Luftdurchzug und zum Feuer machen, vor allen Dingen zum sicheren Feuer machen, ist das sehr gut. Passt auch sehr gut zu dem Topf, den ich dabei habe. Und das war der Inhalt des ersten Fachs. Machen wir direkt weiter mit dem zweiten Fach. Fangen wir mal mit der linken Hälfte an. Ihr seht es hier schon herausblitzen. Das ist ein Notfallschlafsack. Das heißt, das ist ein ultradünnes Material. Im Endeffekt das gleiche wie so Rettungsdecken, nur halt nicht mit Gold und Silber foliert, sondern hier ist halt innen drin Silber, außen Orange. Das dient halt dazu, sehr gut die Wärme zu speichern. Und wie gesagt, es ist ein Notfallrucksack. Wenn man ihn braucht, dann ist er auf jeden Fall da und man ist sicherlich froh, ihn dann zu haben. Aber außerdem habe ich hier zusätzlich noch zwei Rettungsdecken dabei. Das ist jetzt ein Paket, aber es sind halt zwei Rettungsdecken drin. Diese ganz klassischen mit, ich glaube, 1,60 m mal 2,20 m sind die. Davon zwei Stück. Eine eventuell, um sich selbst zu wärmen, aber halt eine zweite noch dabei, falls man die Beine umwickeln will, etc. Ich denke, zwei sind besser als eine und vom Platz her nehmen die ja kaum was weg. Zusammen mit dem Notschlafsack natürlich perfekt. Dann habe ich hier drin eine weitere Taschenlampe. Viele werden jetzt sagen, ah mein Gott, alles doppelt und dreifach, weil zwei Messer dabei und zwei Taschenlampen dabei. Ja, ist tatsächlich so. Ich denke in der Beziehung ein bisschen redundant. Das heißt, ich möchte halt vorsorgen, wenn mir eine Sache kaputt geht, dass ich noch etwas weiteres dabei habe, um die Situation trotzdem entschärfen zu können. Deswegen habe ich auch mehrere Methoden dabei, um ein Feuer zu entzünden. Eben zwei Taschenlampen, zwei Messer etc. Man braucht jetzt nicht alles doppelt, aber ich sag mal so, die wichtigsten Funktionen wie Licht, Wärme, ja, Nahrung, das sollte auf jeden Fall ausreichend vorhanden sein. Deswegen hier die LED-Lenser TQC. TQC einfach wegen Quad-Core, das heißt, man kann weißes Licht damit machen, rotes Licht, grünes Licht, blaues Licht.
ob man das notwendigerweise braucht. Das rote Licht zumindest ist sehr gut, wenn man nachts unterwegs ist. Und ja, mit blauem Licht könnte man Flüssigkeiten aufspüren, wenn man zum Beispiel um den Lagerplatz herumschauen möchte, ob da irgendwelche Tiere hingepieselt haben, ist das auch nicht schlecht. Von daher, LED-Lenser TQC sollte auf jeden Fall dabei sein. Dann habe ich hier noch dabei eine Anker Powerbank. Die hat, wie viel hat sie? 10.000, glaube ich. Moment, ich schau mal kurz. Die hat 15.000 mAh. Das heißt, das reicht schon eine ganze Weile. Vor allen Dingen, um das Smartphone ungefähr, ja, ich sag mal so 4 bis 5 Mal komplett wieder aufladen zu können. Also, wenn es wirklich komplett entladen ist, dass man es damit wieder komplett aufladen kann. Ob man so eine Powerbank jetzt zwingend braucht, kommt halt darauf an, auf das Equipment. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Taschenlampe dabei hat, die ebenfalls über USB beispielsweise aufgeladen werden könnte, dann würde ich auf jeden Fall eine Powerbank mit dazu packen. Dann habe ich hier dabei Dyneema Angelschnur. Ich glaube, das waren jetzt so um die 25 Meter, 30 Meter. Das ist halt eine sehr dünne, absolut reißfeste Angelschnur. Die kann jetzt ein Gewicht von über 45 Kilo aushalten. Und die dient halt auch dazu, zum Beispiel das Tarp abzuspannen, zum Angeln, um Fallen zu legen, Sachen zu verbinden. Schnur kann man halt immer gebrauchen. Und die ist halt wesentlich kleiner und handlicher als wie jetzt beispielsweise Paracord. Wobei man dazu sagen muss, beim Paracord hat man ja immer, ich glaube, 7 oder 9 Sehnen drin, je nachdem, was man für eins hat. Wenn man das Paracord dann auseinandernimmt, käme man auf mehr Schnur. Muss man also entscheiden für und wieder. Wobei ich habe das Paracord ohnehin ja schon dabei, weil ich ja mein Tarp abspannen möchte. Das heißt, ich kann halt auf beide Varianten zurückgreifen. Und ich habe halt die Dyneema-Angelschnur dabei, wie auch diese Nylon-Angelschnur. Die seht ihr hier schon auf der Seite. Von daher auch hier wieder ein bisschen redundant gedacht. Dann Klebeband, um kleinere Verletzungen zu kitten, wenn die Pflaster ausgehen, um Sachen zu kleben. Ich denke, jedem ist klar, wofür man Klebeband brauchen kann. Und die kleine Rolle hier, die hat, ich glaube, über 3 Meter. Das reicht also auf jeden Fall aus. Vor allen Dingen, wenn man sich nur kleine Streifen davon zurechtschneidet, kommt man damit schon sehr, sehr gut aus. Dann habe ich hier noch dabei zwei verschiedene Knicklichter. Einmal rot, einmal gelb. Dann hier einfach drei Gummis, um Sachen zu verpacken. Nochmal ein Feuerstahl zum Ersatz. Ihr seht, das ist jetzt der dritte Feuerstahl bereits, weil beim Venture Pro war einer dabei. Dann hatte ich diesen Magnesium-Feuerstahl noch dabei. Hier ist halt noch der dritte, zusammen mit etwas Kienspan. Schadet halt nicht, wenn man das dabei hat. Dann habe ich dabei den Sauvia Mini. Das ist ja schon quasi eine Legende unter den Wasserfiltern. Der filtert das Wasser wirklich sehr, sehr rein. Aber ich habe mir zusätzlich noch hier diesen Aktivkohlefilter gebaut. Das war einfach so ein PET-Rohling. Also PET-Rohlinge, das sind die, wo die großen Trinkflaschen draus aufgeblasen werden. Die kann man auch so separat kaufen. Und ich habe mir den einfach mit Watte und Aktivkohle gefüllt, dass man dann halt das Ganze so verbinden kann. Und auf der Seite wäre jetzt halt diese Trinköffnung. Und wenn man das hier ins Wasser hält, beziehungsweise eventuell noch mit einem kleinen Schlauch hier vorne auf dieser Nase drauf, den man ins Wasser hält, dann kann man sehr gut gefiltertes Wasser trinken. Wesentlich besser als wie nur der Sawyer Mini. Und das ganze Ding hier, das hat mich, da ich es selbst gebaut habe, vielleicht 3 € gekostet, vielleicht 4 €, sagen wir mal. Weil der Rohling, der kostet nichts, die Aktivkohle, die kann man überall bestellen. Sollte man drüber nachdenken, ob man sich sowas nicht einfach mal schnell baut, weil es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und es ist eine noch bessere Möglichkeit, das Wasser zu filtern. Auf der Seite haben wir jetzt fast alles, nur noch eine Lupe, um Splitter zu finden beispielsweise. Dann ist die Seite schon mal leer und es geht hier weiter mit einer ganz normalen Pinzette, schön spitz, dass man auch die Zecken gut findet. Ein kleines Brecheisen. Ob man das jetzt zwingend benötigt, weiß ich nicht. Aber ich hatte halt den Platz dafür, deswegen habe ich das noch reingepackt. Zur Not ist man wahrscheinlich froh, wenn man hiermit etwas Rinde abschaben kann, etc. zum Feuerholz machen oder eben um kleine Fässersticks zu machen. Dafür reicht auch das, da braucht man nicht das große Messer hernehmen und stumpf machen. Kabelbinder, noch etwas Draht, ein Kugelschreiber, um eben Notizen zu machen. Zwei Magnete habe ich eigentlich immer dabei. Eben, wenn man mal etwas aus einem Bach herausfischen muss, was einem da reingefallen ist, wenn es aus Metall ist zumindest, dann hat man gute Chancen. Oder aus dem Gully. Ich denke, Magnete erklären sich ebenfalls selbst. Hier haben wir nochmal eine Büroklammer. Eine sehr
helle Signalpfeife. Die ist wirklich ultra hell. Das liegt einfach an dem Aufbau, weil hier drei verschiedene Kanäle sind. Das seht ihr auch, wenn wir hier reinschauen. Das sind drei verschiedene Helligkeitskanäle. Und wenn ihr dadurch pfeift, habt ihr also quasi drei schrille Signaltöne auf einmal, die wesentlich aufmerksamer machen als wie nur einer. Deswegen sehr empfehlenswert. Ein Nagelknipser von Victorinox. Dann ein Feuerzeug. Kaffeebohnen. Finde ich halt unheimlich praktisch, wenn man sich mal einen Kaffee machen möchte. Oder um einfach die Aufmerksamkeit zu behalten, wenn man müde wird, dann lutscht man halt eine oder zwei Kaffeebohnen so direkt. Schmeckt zwar ekelhaft, aber erfüllt den Zweck. Dann haben wir hier noch einige Teesorten drin. Finde ich auch sehr praktisch, vor allen Dingen in der kalten Jahreszeit ist es sehr, sehr schön, wenn man sich einfach mal einen warmen Tee trinken kann. Da sind verschiedene Tees drin, verschiedene Geschmäcker, Magentees, Erkältungstees, aber auch Fruchttees. Dann Vitamintabletten, Vitamin C und Magnesium, Magnesium gegen Krämpfe, Vitamin C für den Abwehrschutz. Und das war es hier. Nee, hier ist auch Neegarn drin. Mit zwei, drei Nadeln dabei, wenn man mal schnell ein Loch an der Hose nähen muss, etc. Und natürlich auch wieder Garn, um etwas abspannen zu können. Und ich glaube, das war es aber jetzt tatsächlich hier drin. Das war der Inhalt meines Notfallpacks. Ich liste euch das Ganze hier jetzt nochmal auf, damit ihr es nochmal einmal in schön seht. Lasse halt diese brachiale Tasche weg. Dann seht ihr einmal auf einen Blick, was da alles dabei war. Und bis gleich. Ja, wie ihr sehen könnt, der Platz reicht auf meinem Tisch auf keinen Fall aus. Ich hatte es ja am Anfang des Videos gesagt, es ist das größte Pack, was ich so in der Richtung zusammengestellt habe, mal abgesehen vom Fluchtrucksack etc. Ich zeige euch das Ganze jetzt gleich nochmal mit der Aufnahme von einer anderen Kamera, damit ihr mal wirklich alles auf einen Blick seht. Aber wie gesagt, es passt so unglaublich viel in diese Tasche rein und ich hätte sogar noch mehr Platz gehabt, um irgendwas zu füllen. Von daher, wenn ihr einen Notfallrucksack zusammenstellen wollt, macht das. Ich finde diese Tasche tatsächlich praktischer, eben weil sie kleiner ist. Ich kann sie mir ins Auto werfen, ich kann sie mir in den Rucksack tun, wenn ich irgendwie wandern gehe. Das Ganze hat natürlich ein Gewicht von ungefähr 4,5 Kilo. Das ist natürlich schon einiges, aber man muss halt schauen, was hat man dafür alles dabei. Ob man jetzt jedes Mal 4,5 Kilo extra mitschleppen möchte, wenn man beispielsweise wandern geht etc., muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Auto macht es natürlich überhaupt keinen Unterschied, ob da jetzt 4,5 Kilo mehr drin sind oder nicht. Ich denke, das Ganze ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Set geworden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe gesehen bei meinen letzten Videos schon sehr viele Aufrufe, aber über 90% meiner Zuschauer haben kein Abo. Deshalb, falls euch das Thema interessiert, schließt gerne ein Abo ab. Es kostet euch nichts, es hilft mir, meinen Kanal zu stärken und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.